Relativ, also es war später Mittag, also da war genug los. Oh. So. Ah, diese Themen, ey. Oh mein Ich habe noch Gott. eine, ich habe gerade noch eine Frage gesehen. Warte mal, war das hier? Sexspielzeug beim Sex, ja oder nein? Nein. Kommt drauf Nein. an. Kommt Kann drauf an. sein, muss jetzt aber nicht. Kommt drauf an. Männer, so mein Traum. Worauf? Ich würde gerne mal so einen Penisring ausprobieren. Ich habe Finger fertig. Alles kann, nichts muss. Also sagen wir so, Marathon und es ist. Gleichgewicht, Fingerfertigkeit pro. Ich meine, wenn der Sex gut ist, braucht man kein Spielzeug. Manchmal braucht man es, wenn man einfach Aber wenn man merkt, es so nun. benutzt, muss es ja nicht gleich heißen, dass der Sex schlecht ist, Nein, sondern natürlich einfach. nicht, natürlich Ich nicht. finde Es gibt ja Menschen, die wollen manchmal. einfach experimentieren und das kann auch sehr viel Spaß machen. Das ist doch super. Ja. Aber manchmal ist es auch einfach so wie Brownies. So Brownies an sich sind geil und die schmecken gut und Brownies sind super. Aber dann hast du so eine Zitronenglasur drüber, die halt ergänzend ist, aber auch nice, weißt du? Mit was für Die süßer Mischung Vergleich war. du gerade Diese kommst. Vergleiche schon wieder. Diese Vergleiche schon wieder. Also ich glaube, wir sind Also. einstimmig, die Mischung macht's, oder? Ja. Ja, so, also ohne es kann gut sein Naja, guck und mal, es es kommt kann ja auch gut drauf sein. an, Ich es sehe kommt beim ja auch Guck für die drauf an, Mischung. worauf man Bock hat. Es kann ja, es gibt ja alle möglichen Sexfantasien und Spielereien und so. Und manchmal braucht man dafür einfach Spielzeug. Aber ganz kurz, ja, Manchmal so ist der Typ gehören einfach zu übrigens, dazu hässlich. gehören Fesseln Muss zum es einfach Beispiel auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Also so Fesseln, Bondage und all Ja. sowas, das zählt ja auch dazu. Von daher, Das zählt auch wenn du jetzt dazu. eine Beziehung hast, die, wenn es gut läuft, 50 Jahre geht, dann ist irgendwie auch nach, keine Ahnung, 30 Jahren denkst du ja auch mal so, jetzt will ich was Neues probieren. Warum denn nicht einfach den Pep beibehalten und dann einfach Spätestens mal was dazu spielen? nach 50, Ja, die spätestens, Zitronenglasur. Ja. spätestens nach 50 Shades of Grey wollten alle mal experimentieren und mal gucken, was es damit Boah, auf sich hat. wirklich, ich habe Aber 50 Shades of Grey, es ist so ein Film, den habe ich wirklich gehasst, weil es halt prinzipiell ein Fetisch von jemandem anspricht, der eigentlich so in der normalen Ausübung echt krank sein kann, so wenn du es jetzt nicht irgendwie unter Kontrolle hast, der anderen Menschen schadet. Und ich finde es halt so krass, dass du das dann als Film so reinmachst, damit 13-jährige Mädchen, die halt noch nie irgendwie was so in dem Sinn hatten und halt neu und offen interessiert und so für das Thema sind, die sich denken so, oh mein Gott, ich brauche das auch, schlag mich, Daddy, so Schlechtes weißt du, das ist, Daddy. es ist Ja. so schlecht, ja, keine Ahnung, es ist einfach so schlecht gemacht, weil einfach ein Fetisch, der halt andere Leute schadet, oder unter Anführungszeichen schadet, der halt die Person geil macht, aber halt vielleicht die andere auch, aber es ist halt eine bestimmte Gewalt auch zum Teil dahinter, was wirklich drastisch sein kann, einfach so blümchenhaft umschrieben wird, damit es auf 13-Jährige Ja, anspricht, es ist einfach dass falsch. die das nice finden. Es ist einfach falsch. Also der Film ist einfach das, was es ist. Es ist ein Hollywood-Film und da wird vieles verfälscht oder für die Wollte ich Allgemeinheit gerade und für die Masse sagen, angepasst und vermittelt. Aber aber es es hat gut vermittelt funktioniert. nicht. Es hat sehr gut funktioniert, Ja. aber Ja. es vermittelt nicht wirklich. Die Realität. Ich Nee, die fand sieht ein bisschen anders aus. Ja. Deswegen Das gab es Ding. auch Es den. gibt außerdem auch Stufen. Es ist ja nicht so, dass alles Ja, genau so ja. ist. Einiges davon Ja. ist weniger, einiges davon ist softer und anderes davon ist noch heftiger. Ja, und Ja. die erklären das auch nicht richtig. Also die in dem Film wird zwar gesagt, er ist Sadist, aber es gibt da so, es spielen ja viel an. Also ich habe mich zu dem Thema oft belesen, so, weil mich das interessiert hat, das Thema, auch nach dem Film. Und es ist halt einfach so, das wird gar nicht richtig erklärt, wo Nee. da eigentlich, weil es geht nicht nur um Sadismus. Ich wollte Es gerade geht sagen, also eher. es ist ja aber auch, weil der Film hat einfach nicht genug Minuten, um das, es ist keine Doku. Ja. Es geht in erster Linie um die Beziehung zwischen Anastasia und Christian. Es geht ja nicht Ja, aber die ist einfach. ja, aber im Buch wird das auch nicht genau beschrieben. Also von daher. Ja, es ist einfach, ich finde, der Film macht einfach so, also weiß ich Ja, keine der Ahnung. Film, der Film ist nice to have. Einfach Man kann sich das angucken, wenn man es mag, aber man sollte nicht denken, dass man daraus was lernt. Tut man nicht. Ja. Das ist halt, ja. Nur weil man weiß, nur wenn man dann am Ende des Films weiß, was ein Flogger ist und wie der aussieht, heißt es nicht, Ja. dass du weißt, worum es in dem Thema geht. Es macht neugierig aufs Thema, aber ja, man Genau, muss aber auf jeden man muss Fall sich dann viel, viel mehr hingehen. damit beschäftigen. Richtig, man muss am Vor allem Ende muss man selber dann und vor allem schauen, ausprobieren. Vor ja. allem ausprobieren, ja. Das Und ich nicht. wollte auch noch mal ganz kurz was zu den Eiern sagen. Leute, wir haben nicht gesagt, dass die Eier komplett gefühlslos sind und ihr euch jetzt da in die Eier Nein, schneiden sollt oder euch in die um Eier Gottes boxen Willen, sollt. nur die Na, aber ich Haut. lese das hier im Chat, die probieren das gerade alle aus oder sagen, wir sollen zum Arzt gehen. Ja. Leute, natürlich tut das weh, wenn man sich ins Ei reinschneidet. Aber wir Au. reden davon, dass die Haut,
die Oberfläche, wenn man nur die Haut nimmt, dass es, und die zusammendrückt oder so, dass es wie beim Ellbogen ist, dass man da relativ wenig Gefühl drin hat. Wenn ihr da eine Nadel durchstecht, dann tut das mit Sicherheit weh. Also lasst es. Oder wenn man so an den Haaren sieht. Verzing, verzing. Haare, auch Haare. Zu dem Thema Shades of Grey, da fand ich damals den Spruch ja richtig geil. Und zwar nach dem Film war das so, dass der Film ja gehypt wurde und hast du nicht gesehen. Und dann fand ich den Spruch geil, dass quasi da stand irgendwie so, alle Mädels wollen so eine Beziehung wie bei 50 Shades of Grey, aber regen sich auf, wenn man den Finger im Po steckt. So, weißt du, so dieses, weißt du, die wollen alle dieses Aggressive und hast du nicht gesehen, du, dieses Dominante und sich ergeben lassen, aber im Endeffekt war das dann so, ja, nö, mach mal nicht. Wähler, danke schön für den Host, danke dir. Please. Und ich mache jetzt auch meine Cam dann noch an und dann, ja, ist halt, wenn ich streame nebenbei und dann halt irgendwann offline gehen mag, so kann ich halt sagen, jo, ich gehe jetzt wegen Arbeit und so. Nice, danke dir. Ja, aber das sehe ich aber genauso, also da sind einige, die sagen, oh ja, ich probiere das jetzt auch aus, aber wenn man dann wirklich das mal ausprobiert, dann wird denen bewusst, ich muss mich ja da auch ein bisschen so aus meiner Komfortzone hinaus begeben. Da denken die auch so, ja, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, Ja, vor allem, wenn man sich sowas einlässt und, keine Ahnung, in dem Moment sagt, ich möchte gerne, dass ich quasi die Submissive bin und der andere halt der Herr, sag ich mal, dann entscheidest nicht man selber, was man will, sondern der Gegenüber entscheidet das und testet die Grenzen aus. Und da kommen halt viele, weil die sich gar keine Vorstellung haben, was es da alles gibt, kommen an ihre Grenzen. Ja, vor allem auch, wenn man sich dann, nee, das ist mir zu heftig, das ist mir ein bisschen zu viel. Also ich dachte, du schlägst dich ein bisschen und das war's. Nee, da gibt's so viel mehr. Ja, vor allem auch vieles davon geht ja auch in den privaten Alltag über. Es hat ja nichts nur mit den Stunden oder den Momenten in den verschlossenen Räumen oder im Bett zu tun. Aber auch das ist nicht immer so, weil im Film zum Beispiel macht er es natürlich so, dass sie ganz viele Regeln hat und die sich auch über den Alltag irgendwie hinausstrecken. Aber auch da gibt es Unterschiede. Ja, safe. Manche begrenzen das nur aufs Bett, manche richtig, auf das sind dann Alltag. Irgendwelche Sessions, die dann halt nur dann im Bett stattfinden, also eine Art Rollenspiel. Und es gibt halt dieses 24-7-Ding, wo dann wirklich auch im Alltag eingeschränkt wird, so zum Beispiel, dass der Mann entscheidet, was man arbeitet und so bla bla. Oder die Frau. Oder die Frau halt in dem. Und das ist halt was ganz anderes, wenn man sich auf sowas rein. Also da muss man die Kontrolle komplett abgeben. Ja. Und ich glaube, da sind wenige 15-, 16-Jährigen bereit, das zu tun. Mann, die wissen gar nicht, was es ist. Die haben noch gar nicht Kontrolle über ihr Leben. Wie wollen die denn bitte? Also in dem Fall sind die Eltern die Doms und die Sub. Weil in dem Fall sind es die Eltern, die denen sagen, was sie zu tun haben. Die haben noch gar kein eigenes Leben. Da geht es einfach um Dominanz und einfach Unterwerfung. Ist einfach so. Meckerzausel, dankeschön, das ist es. Es geht nicht nur um Schläge oder irgendwie Gewalt, sondern eben um Dominanz und Submission. Genau. Das spielt das halt mit rein. Ja. Da ist halt diese Dominanz als Bestrafung, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Okay, wir gehen, glaube ich, zu tief ins Thema. Verrückteste Sex-Location, an der ihr Sex hattet. Lese ich bei Regina. Schlafzimmer. C und A. Lava. Nein, nicht? Ah, schade. Ich dachte, jetzt kommt eine geile Story. Nee, war eigentlich ganz simpel. Ich war mit meiner Ex-Freundin da und dann... Im C und A oder was? Hat sie gesagt, wie gefällt dir das Oberteil? Ich so, ich komm kurz rein und dann war es halt irgendwann so, ja. War ein Kurzfilm. Ich kann euch nicht die crazieste Location nennen, aber die zweitcrazieste kann ich euch nennen. Ist auch eine Umkleide gewesen im Schwimmbad. Ja, jetzt will ich aber die erste hören. Kennt ihr Schwimmbadklo! Ist so schlimm oder was? Nee, ist nicht schlimm, aber ich glaube, ich sag das nicht. Ich sag's euch privat, kann ich euch das sagen. Ich sag's nicht öffentlich. Ich glaube bei mir auch so, dieses Schwimmbad-Umkleide war, glaube ich, bei mir das Weirdeste. Aber das war es auch dann schon. War das Heimbad oder Freibad? Also bei uns gibt es halt so einen fetten See und dann halt so eine Kabinenabteilung. Und bei uns war das, also wir sind halt dann heimlich da eingebrochen. Also wir sind über den Zaun geklettert, weil der See halt abgesperrt war. Und dann haben wir halt dort am See halt ein bisschen was getrunken und so. Und da gab es halt dann so eine Umkleide-Area. Auf Twitch siehst du aus wie einer aus Teen Wolf. Ich hoffe, das ist ein Kompliment. Klapptüren halt da, was du halt auf und zu machen und mit diesen Scheiß. Ja, keine Ahnung, so richtig alte Türen halt. So eine Umkleidestation halt und da halt. Also das ist jetzt, weiß nicht. Da war auch doch niemand im Schwimmbad mehr. Also niemand war da am See. Bei mir war es Hallenbad. Das war relativ, also es war... Später Mittag, also da war genug los. In der Umkleide oder In der Umkleide. Ja, aber ich finde es ja auch krass, zum Beispiel, wo wir im Türkei-Urlaub damals waren, vor 4 Jahren und so, einfach so quasi draußen am Pool, zwischen ganzen Leuten, die um dich rumliegen und einfach im Pool.
Ja, ach komm, es gibt bei uns hier in Köln. Lego hat auch einfach zu allen eine Story. Es gibt hier in Köln, da sind wir früher immer hingegangen, es gibt das Aqualand. Da Jungfrau. Es gibt halt das Aqualand bei uns und da gibt es so eine Grotte. Ach, da ist alles so dunkel und da gehen immer Pärchen hin. Das ist halt da, wo die Pärchen alle immer. Dann gehen wir mal alle in die Grotte. Das ist echt cool, da gibt es so eine Rutsche, die katapultiert dich sofort nach unten, da geht der Boden quasi weg. Ja, der Boden, ja. Der Boden öffnet sich so, ja. Ja, genau. Ich kam hier unten an. Ich habe vorhin noch was gelesen, das war interessant, das war jetzt keine Sexfrage. Oder wollen wir bei Sex bleiben? Mir ist es egal. Machen wir mal was anderes. Was würdet ihr beruflich machen, wenn es morgen kein Twitch mehr geben würde? Arbeitslosengeld. YouTube. Gut, wir machen das ja nicht alle hauptberuflich. Genau. Also müssen das die Hauptberufler beantworten. Wenn ich ganz genau wüsste, dass ich meine Miete zahlen muss und so, da würde ich mir irgendeinen Job suchen, wenn es auf die Schnelle gehen muss. Ich bin mir nicht zu fein, wieder an der Kasse zu arbeiten. Von daher. Würdet ihr wechseln auf YouTube zum Beispiel oder Facebook? Oder würdet ihr dann ganz aufhören? Ich denke schon, also das Erste, wenn es Twitch nicht mehr geben würde, würde ich auf jeden Fall auf YouTube zuerst wechseln, bevor es irgendwie Facebook oder sowas wäre. Ja, ich denke, Facebook schränkt einen halt wirklich allein durch so Musiksachen und so sehr, sehr weit ein. Und auch so über die Promotion und so und generell, was für Leute du erreichst. Also ich denke, mit YouTube hast du auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. Wenn es jetzt aber so komplett von dieser Streaming Sache weggeht. Also ich arbeite ja momentan noch 20 Stunden im Einzelhandel und keine Ahnung, so normal, die meisten Streamer halt, was ich kenne, die machen irgendwie Stream Vollzeit, auch Leute, die jetzt und Anführungszeichen kleiner sind als ich, machen Streaming schon Vollzeit. Und ich bin aber tatsächlich echt gerne im Einzelhandel. Und ich habe auch überhaupt nicht dieses Prestige-Denken, dass irgendeine Arbeit besser ist als eine andere oder dass die und die Leute, die dort und dort arbeiten, jetzt irgendwie so und so, unter Anführungszeichen jetzt dumm gesagt, schlechtere Menschen oder sowas. Und ich habe dieses Prestige-Denken halt überhaupt nicht. Und ich habe so gern meinen Einzelhandeljob. Und ich mache, also ich würde tatsächlich irgendwie so eine Ausbildung wahrscheinlich sogar dort irgendwie sehen, dass ich da, keine Ahnung, irgendwie im Verkauf halt dann irgendwie meine Ausbildung mache. Würde ich tatsächlich sogar mir sehen. Ich arbeite einfach gerne mit Menschen, glaube ich. Ja, ich würde einfach wieder bei Pik und Kloppenburg arbeiten. Ich will wieder als Strippen. Ich hätte wieder Bock, als Barkeeper zu arbeiten, aber es haben alle Diskos zu. Irgendwie ein bisschen beschissen. Aber ja. das vermisse ich echt. Ich habe ja jetzt so viel Zeit, ich könnte jeden Abend irgendwie mal, oder keine Ahnung, dreimal die Woche irgendwie als Barkeeper wieder arbeiten. Aber ich habe mir auch überlegt, ich fände das auch so geil, wenn ich einmal alle zwei Wochen oder einmal die Woche so Samstagabend so, ich weiß nicht, im Bootshaus oder so, einfach an der Theke da arbeiten könnte. Ja. Einfach Getränkehaus. Das fände ich so geil, weil du kannst die Musik hören, du siehst die ganzen Leute und manchmal bin ich halt beim Feiern auch so eine. Ich kann auch hinter der Theke tanzen, mir macht das ja nichts aus, wenn ich da ein bisschen rumhüpfe und so. Aber ich stehe manchmal voll gerne und ich beobachte die Menschen aber voll gerne. Und damit hätte ich dann halt so einen Job. Ich hätte was zu tun nebenbei und könnte mir das Ganze ansehen, Musik hören und so. Das fand ich schon geil. Ja. Würde ich auch gern machen. Aber ich weiß ganz genau, ich wäre da miserabel drin. Erstens, meine Ohren sind extrem schlecht. Ich würde nie hören, was die Person wirklich sagt. Und ich bin also wenn die Kasse für mich rechnet, ist kein Problem. Wenn ich selber rechnen müsste, kannst du vergessen, Alter. Ich bin da raus, Zahlen und ich. Da, schon wenn ich davon höre, wenn ich schon denke, ich muss gleich selber rechnen, habe ich schon Panik. Nee.